sie schon sehr zahlreich erschienen sind. Und ich hoffe, dass wir mit unserer ersten Vorlesung eine sehr interessante Erfahrung machen werden. Ich würde vorschlagen, damit wir uns gegenseitig, also uns danach auch hören können, dass Sie erstmal, solange ich die Vorlesung halte, sowohl Ihren Ton als auch Ihr Bild ausschalten. Damit wir die Vorlesung auch aufnehmen können und dann für die, die heute nicht dabei sein können, sich das eben halt auch anhören können. Ja? Gut, wunderbar, herzlichen Dank. Ja, um erstmal vielleicht so ein paar einführende Worte zu sagen, ich danke Ihnen also für Ihre hohe Motivation und was wir daran erkennen konnten, dass Sie sehr schnell geantwortet haben auf unsere Fragen. Und ich sehe gerade, ich habe hier eine Nachricht bekommen, viele Leute konnten nicht beitreten. Das kann ich jetzt leider in diesem Moment gar nicht verstehen, weil eigentlich bis zu 500 Leuten teilnehmen können. Wir führen jetzt das trotzdem erstmal weiter, weil wir ja die Möglichkeit haben, das aufzuzeichnen, sodass sich die anderen Studierenden es sich später angucken können. Das müssen wir dann nochmal gegebenenfalls klären, was das Problem war, dass sie nicht beitreten konnten. So, ich denke, wir werden es hier mit einer großen Herausforderung zu tun haben, mit einer neuen Herausforderung, die uns aber möglicherweise auch ganz neue Erkenntnisse bringen wird und auch dadurch vielleicht auch die Chance bietet, noch über Medien zu verfügen, die wir auch in Zukunft noch nutzen können. Ich will mich kurz vorstellen. Mein Name ist Kati Thieme. Ich leite das Institut für medizinische Psychologie seit dem April 2012. Und bin von Beruf aus Psychologin, habe nach dem Studium, was ich, wann habe ich das beendet? Das ist schon eine Weile her, 1989, habe ich erst 1 Jahr in der Kardiologie gearbeitet, dann 10 Jahre in der Rheumatologie. Danach habe ich vorwiegend in der Orthopädie und Anästhesie gearbeitet. Dann war ich auch mal in der Dental School im Ausland in den USA. War dort in Seattle an der University of Washington, der University of Pennsylvania. Ich bitte den Ton auszuzeichnen, damit wir die Vorlesung aufnehmen Also, können. ich hoffe, das ist. Hi. Also, es ist kacke und man versteht die ganze Zeit nichts und das Bild ist die ganze Zeit weg. Oh, da hat sich gerade jemand beschwert. Ich bitte, bitte. Nee, nee. Ja, ey, Kannst du dieser den Typ, Ton der machen? räumt da irgendwas Kannst du andere Leute hören? Ja, die hat aber eben gesagt, wir sollen unsere Kamera und unseren Ton ausschalten. Ich wiederhole es nochmal. Bitte schalten Sie Ihren Ton und Ihre Kamera aus, weil wir nehmen die Vorlesung auf. Hat schon mal nicht gerafft. Deine Kamera aus. Okay. Und den Ton auch. Ja. Ja, stimmt halt. Das ist schon echt schön, dass man da nicht reinkommt. Beginnen also jetzt mit der Vorlesung. Ich bitte also um Ruhe. Ich möchte noch mal allen sagen, also wenn Sie mit jemandem reden, Sie werden hier von allen gehört. Das ist prinzipiell ja nicht schlimm. Aber wenn wir die Vorlesung halten und die aufnehmen wollen, dann würde das störend sein und dann können die anderen Studenten, die heute nicht teilnehmen konnten, das nicht machen. So, ich Vorlesungsmaterialien. Können Sie die Vorlesungsmaterialien sehen? Nicht. Okay. So, wir beginnen heute also mit der ersten Vorlesung. Das ist die Vorlesung in der medizinischen Psychologie. Medizinische Psychologie. Hey, wieso ist das so scheiße? Has joined the meeting. Okay, ich muss nochmal darum bitten, bitte schalten Sie Ihren Ton aus. Gut, also jetzt nochmal zum Thema. A participant has joined the meeting. Vorlesung Medizinische Psychologie beschäftigt sich mit verschiedenen Inhalten, A participant die has left the meeting.
von denen Sie nur einige jetzt in diesem Semester kennenlernen werden. Wir werden uns also beschäftigen mit den Krankheitsmodellen. A participant has left the meeting. Wir werden uns auch damit beschäftigen, wie der Stress auf unseren Körper sich auswirkt, dann auch wie die Neurobiologie, also sprich zentrale Reaktion und operantes Lernen, Paul Meyer has joined the meeting. Beeinflusst. Wir werden uns damit beschäftigen, was Schmerz. A participant has joined the meeting. Das heißt also, wie der Arzt am Schmerzverhalten des Patienten erkennt, wie auch der Patient seine Krankheit verarbeitet. Das heißt also, wir gucken hier, wie wie eigentlich bestimmte chronische Erkrankungen zum Teil bewusst oder nicht bewusst gelernt werden. Und zwar ist es ein Lernen auf biologischer Ebene. Wir schauen uns an, wie die Emotionen im Herzen messbar sind, sozusagen. Also das, was uns eigentlich die klassische Literatur schon häufig gezeigt hat, gucken wir uns jetzt unter naturwissenschaftlichen Aspekt an, was das eigentlich bedeutet. Dann beschäftigen wir uns auch mit Persönlichkeit, sowohl was Gedanken, Grundannahmen sind für Persönlichkeiten, aber auch was Charakteristiken von Persönlichkeitsstörungen sind. Das Thema Lernen und Gedächtnis in Bezug auf mentales Lernen wird uns beschäftigen. Fragen. A participant has left the meeting. Zum Beispiel, wie kann ich mich gut auf eine Prüfung vorbereiten? Warum, wenn ich mich mit neuen Inhalten 20 Minuten vor der Prüfung beschäftige, ein Versagen der Prüfung kreiere? Also warum das, also die neurobiologischen Ursachen dafür. Wir werden uns auch damit beschäftigen, was ist überhaupt ein Intelligenzquotient? Ja, was ist der Normbereich, beziehungsweise was kennzeichnet eine Hochbegabung, Höchstbegabung oder auch eine Minderbegabung? Wir werden uns mit Prävention beschäftigen und auch der Frage nachgehen, ist Prävention eigentlich eine Illusion? Ein bisschen werden wir die auch heute schon berühren. Und in den letzten beiden Vorlesungen werden wir uns mit Notfallmedizin, Notfallpsychologie beschäftigen und auch mit dem Thema chronischer Schmerz sozusagen als Zusammenfassung von dem, was wir bis dahin auf theoretischer Ebene gelernt haben, um das dann klinisch anzuwenden. Ich werde versuchen, viele theoretische Inhalte mit praktischen Beispielen zu untersetzen, damit Sie sich auch wirklich was vorstellen können. So, das ist erstmal die Einführung in unsere Thematiken. Jetzt kommen wir also zu unserer ersten Vorlesung. Das Thema ist das biopsychosoziale Modell. Und hier soll uns die Frage begleiten, auf die ich dann zurückkommen werde, beeinflusst die Subjektivität des Patienten 9736. Ein psychosoziales Herangehen an seine chronische Erkrankung. So, welche Fragen werden uns beschäftigen? Sie werden also sehen, dass ich Ihnen immer bestimmte Fragen aus dem IMPP gebe, damit Sie sich trainieren können, diese dann auch im Physikum gut beantworten zu können. Ich stelle Ihnen jetzt diese Fragen vor und wir werden abschnittsweise diese Fragen dann gemeinsam beantworten können. So, die erste Frage ist, wie hoch ist die Spontanremission bei Patienten mit vorwiegend organisch bedingten Erkrankungen? Und Sie sehen jetzt also die Angaben von bestimmten Prozentwerten, 10-20%, 25%, 30-40%, 50% oder 70-80%. Dann eine weitere Frage zu den häufigsten Beschwerden in der Allgemeinarztsprechstunde bei Erstkontakt zählen innere Unruhe und Erschöpfung. Welches der genannten Krankheitsbilder könnte diese Beschwerden am ehesten erklären? Und hier ist zur Auswahl Asthma bronchiale, Mammakarzinom, Diabetes mellitus, Migräne und Rückenschmerzen. Und dann eine nächste Frage, die also an unsere Grundfrage, die ich vorhin schon benannte, andockt. Was ist eine subjektive Laientheorie? Ist das populärwissenschaftliche Literatur? Sind das Alltagsvorstellungen, die sich Patienten über Krankheitsursachen bilden? Sind das historische Annahmen zur Ursachen einer Erkrankung, eine falsche Theorie oder auch psychische Erkrankung? Dann eine nächste Frage, was ist Iatrogenisierung? Ich gehe jetzt nicht die ganzen Alternativen nochmal durch, das gucken wir uns nachher an.
Und dann haben wir noch zwei weitere Fragen, auf die ich dann später noch Bezug nehmen werde. Die prüfungsrelevanten Lernziele unserer heutigen Vorlesung sind, dass Sie lernen, wie man, was man unter Stadien des Hilfesuchens beim Patienten bezeichnet und diese eben erkennt, dass Sie erfahren, was eine subjektive Laienetiologie ist und welche Bedeutung sie für uns als Behandler hat innerhalb des Heilungsprozesses. Begriffe wie Über-, Unter- und Fehlversorgung werden eingeführt, die auch oft Gegenstand im Physikum sind für Fragen. Dann das Health Beliefs Modell wird eingeführt und einige wenige Ausführungen werde ich machen zur evidenzbasierten Medizin und Qualitätsmanagementsystem, wobei hier vor allen Dingen hier, also wie Sie bitten würden, das Konzeptstudium sich durchzulesen. Darauf gehe ich dann aber später noch ein. Was sind die praxisrelevanten Lernziele, die mindestens genauso wichtig sind, auch wenn wir verstehen, dass Sie natürlich jetzt erstmal daran interessiert sind, Ihr Physikum zu schaffen? Es ist dennoch wichtig, darüber hinaus zu gucken. Sie wollen ja als Ärztin und als Ärztin auch gut wirksam werden. Und Sie werden erkennen, so jedenfalls sind die Informationen unserer Studierenden der höheren Semester, dass vieles, was Sie lernen in der Vorklinik, dann von großer Bedeutsamkeit sein wird, wenn dann im klinischen Abschnitt sind. So, welche Lernziele sind das? Wir haben also hier die emotionalen Faktoren im diagnostischen Prozess. Dann haben wir auch, also das heißt, also was, welche Rolle spielt Angst und Depression? Dann haben wir die Patientenschulung für die Arzt-Patienten-Beziehung. Warum ist die notwendig? Wir werden über Supervision sprechen und das steht toll, ne? Eigentlich Patienten zur Motivierung, zur Compliance motivieren. Und wir werden heute nur ansatzweise, aber noch später umso intensiver. Das hat ja nichts mit dem zu tun. Mehr Geld ab. Mit entsprechenden Informationen sprechen. Ich muss noch mal darum bitten, dass Sie bitte. Wird ja eh aufgezeichnet und so kann man es eh nicht richtig zu verstehen. Dann, mir wird gerade gesagt, dass ich die Stimmen ausschalten kann. Da brauche ich jetzt hier ein bisschen Unterstützung, weil das ist wirklich störend. Aber nicht unterhören. Hallo? Ja. Oh, hallo. Ich wusste gar nicht, dass man mich hört. Haben Sie schon rausgefunden, dass das Meeting voll ist? Man kann sich nicht mehr anmelden? Ja, ich habe am Anfang des Meetings gesagt, dass wir das klären müssen, dass wir nicht wissen, worauf das zurückzuführen ist, weil eigentlich Zoom für 500 Personen zugelassen ist. Okay, ja gut, alles klar. Also wir konnten uns jetzt auch nur noch über Telefon einmelden und auch nur noch ich. Ja, vielleicht könnten Sie den anderen Studenten eine kurze Nachricht schreiben. Für mich ist das jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil ich ja die Vorlesung sozusagen halte. Ja, ja, ich mache das eben, so das gut ich kann. Herzlichen Dank. So, und jetzt muss ich hier irgendwie rausfinden, wo ich das mal abstelle, weil damit wir eben halt auch das entsprechend... Okay, also das scheint jetzt hier ein bisschen... schwieriger zu sein. Ich verlasse mich jetzt einfach darauf, dass Sie versuchen, Ruhe zu halten, erstmal, damit wir weiter zu unserer Vorlesung kommen können. Gehen wir also zurück. Wir kommen also jetzt zu den ersten Entscheidungsstufen. Wenn man also entscheidet darüber, warum ein Patient sich entscheidet, zum Arzt zu gehen, dann denkt man natürlich erstmal, na, das ist doch eine ganz einfache Frage. Der Patient könnte doch vielleicht ja, einfach eine Krankheit oder bestimmte Symptome verspüren und könnte dementsprechend dann eben entscheiden, zum Arzt zu gehen. Ich will Sie, um Sie für dieses Thema etwas zu sensibilisieren, mit einem Fallbeispiel konfrontieren. Wir hatten kürzlich in unserer Notfallambulanz eine Situation, dass ein Patient von unseren Notärzten eingeliefert wurde. Dieser Patient war am Coronavirus erkrankt und war 38 Jahre und kam mit einer massiven Immunschwäche, die dadurch bedingt war, dass er aus einer, wie er dann später uns mitteilte,
hohen Angst heraus versuchte, die Symptome des Virus umzuinterpretieren in die Diagnose des Asthmas, das er hatte, als er das erste Mal, also das erste Mal hatte, als er 18 Jahre alt war, und nun sich versuchte, sozusagen einzureden, dass er doch nur eine asthmatische Erkrankung hat und sich aus diesem Grunde dann auch mit Cortison behandelt hat, was dazu führt, dass das Immunsystem supprimiert wird, also geschwächt wird, was wiederum dazu führte, dass also die virale Erkrankung extrem intensiv wurde und dieser Patient diese Erkrankung also nicht überlebt hat. So, diese Erfahrungen machen wir nicht nur in solchen schwierigen Zeiten, gesundheitlich schwierigen Zeiten wie jetzt, sondern wir haben es eben mit Menschen zu tun, durch verschiedene Motive, aus verschiedenen Motiven heraus, durch verschiedene externe und interne Ursachen, verschiedene Strategien nutzen, um mit Symptomen oder Erkrankungen umzugehen. Und aus diesem Grund ist es wichtig, sich mit diesen Entscheidungsstufen zu beschäftigen, damit Sie, wenn Sie dann mit Patienten konfrontiert sind, auch sehen können, in welcher dieser Entscheidungsstufen sich der Patient befindet und welche Risiken, Schwierigkeiten oder auch Ressourcen man als Ärztin oder Arzt hat, um hier Einfluss auf den Krankheitsverlauf zu nehmen. Also nehmen wir mal an, es handelt sich hier um einen Patienten mit einer guten Introspektionsfähigkeit, das heißt also einer guten Fähigkeit, die körperlichen Symptome wahrzunehmen. Er spürt also diese Körperempfindungen und entscheidet entweder, diese zu ignorieren oder die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Wenn wir jetzt annehmen, dass er die Aufmerksamkeit darauf richtet, dann wird er möglicherweise spüren, dass er eine große innere Unruhe spürt, vielleicht auch eine Erschöpfung oder auch Kopfschmerzen oder auch Konzentrationsstörung oder Schlafstörung. Und wir sehen hier, wie im DIA abgebildet, dass die häufigsten Beschwerden, die in der allgemeinen Bevölkerung geschildert werden und die vor allen Dingen bei den Sprechstunden des Allgemeinarztes auftauchen, Symptome sind von innerer Unruhe, Erschöpfung und Kopfschmerzen, ja? Und auch Schlafstörung. So, das heißt also, wir müssen damit rechnen, dass, wenn die Patienten zu uns kommen, sie natürlich nicht mit einem definierten Symptombild bei uns erscheinen, sondern eher unspezifische Symptome berichten, die wir direkt erfragen müssen, nachfragen müssen, um Zusatzinformationen zu bekommen. Und so sehen wir eben, dass zum Beispiel innere Unruhe und Erschöpfung eines der Hauptsymptome einer beginnenden Diabeteserkrankung sein können. Im Weiteren sehen wir, wenn wir jetzt fragen, wie häufig Schmerzen auftreten, dass an oberster Stelle Kopfschmerzen sind und Rückenschmerzen und hier aber schon entschieden werden muss von dem Allgemeinarzt, ob diese Kopfschmerzen noch von anderen Fachdisziplinen näher begutachtet werden müssen, wie zum Beispiel von den Neurologen oder auch von den Radiologen im Sinne der MRT- oder CT-Aufnahmen. Gefolgt von den Kopfschmerzen sind Rückenschmerzen sehr häufig. Wir haben eine Prävalenz von Rückenschmerzen, also eine Auftrittswahrscheinlichkeit von Rückenschmerzen von über 80% in der Bevölkerung. Das heißt also, dass mindestens einmal im Leben haben 80% aller Menschen die Erfahrung von Rückenschmerzen gemacht. Wir wissen aber, dass von diesen bei diesem Erkrankungsbild nur 10% der Patienten wirklich chronifizieren. Aufgrund dieser und ähnlicher Ergebnisse wurde herausgefunden, dass 80% der Patienten, die in der Allgemeinheitssprechstunde erscheinen, eher eine Spontanremission zeigen. Das heißt, hier stellt sich die Frage, was ist eigentlich die Motivation, zum Arzt zu gehen? Ja? Das heißt also, wenn der Patient eine Aufmerksamkeit sozusagen auf seine Symptome gerichtet hat, dann kommt es darauf an, ob er es interpretiert als Anzeichen einer Krankheit oder als harmlos und dann geht er nicht. Wenn er zum Arzt geht, kommt es immer noch darauf an, ob er entscheidet, ob diese Symptome sozusagen die
Hauptursachen sind, um zum Arzt zu gehen oder zum Beispiel wie bei vielen älteren Menschen, die unter Vereinsamung leiden, oftmals der Kontakt mit dem Arzt der einzige soziale Kontakt ist. Ja? So, das bedeutet also, dass ich als Behandler dann entscheiden muss, was ist eigentlich hier die Hauptursache, dass der Patient zu mir kommt. Nun wissen wir natürlich alle, dass unser Berufsstand ja etwas überfordert ist mit all den vielen Anforderungen. Das heißt, dass wir wesentlich mehr Ärztinnen und Ärzte bräuchten, als wir derzeit haben. Was wiederum bedeutet, dass die durchschnittliche Verweildauer in der Allgemeinsprechstunde 7 Minuten ist. Und das ist viel zu kurz. Aber trotzdem gibt es Möglichkeiten, über die Sie mit Sicherheit dann später in der Klinik viel intensiver sprechen werden und erfahren werden, wie man diese Schwierigkeiten angehen kann, wie zum Beispiel, dass man überlegt, wenn man Patienten mit rheumatischen Erkrankungen hat, die das erste Mal kommen, dass man das so einplant, dass man tatsächlich dann auch 35 bis 45 Minuten Zeit für sie hat. Oder dass, wenn Patienten zu den genannten schwierigen Patienten zählen, dass man sie sozusagen als Letzte in der Sprechstunde bestellt, damit eben der persönliche Zeitdruck nicht dazu führt, dass die Kommunikation gestört wird und dann, wie es in der Regel so üblich ist, dann das Gespräch eh länger dauert. Ne? So, also das heißt, hier habe ich schon durch meine Einschätzung, warum kommt der Patient eigentlich und was ist es denn eigentlich, womit ich ihm helfen kann, die Möglichkeiten, den Prozess schon besser zu kontrollieren und einzuschätzen. Warum ein Patient kommt, hängt auch sehr davon ab, wie er die Symptome bewertet. Das heißt also, die Aufmerksamkeit auf das Symptom ist zum einen abhängig von der Intensität des Symptoms natürlich und aber auch von der emotionalen Beeinträchtigung. Wir wissen zum Beispiel, wenn Patienten schon die Erfahrung gemacht haben, also chronisch kranke Patienten, dass sie bestimmte Symptome entwickeln, die auf einen Schub hindeuten, dass sie dann mit eigenen Erfahrungen reagieren und sehen, wann muss ich überhaupt den Arzt aufsuchen oder wann weiß ich, wann ich mit den Medikamenten und der Dosis so hantieren kann, dass ich zumindest den Beginn des Schubes gegebenenfalls auch selber schon mit beeinflussen kann. Oder eben, wenn es besonders intensiv ist, dass dann schon für die Patienten deutlich wird, das wird wohl ambulant nicht zu behandeln sein und nicht selten kommen die dann auch schon direkt mit vollem Gepäck sozusagen und wissen, dass also die stationäre Behandlung sofort erfolgen wird. Der zweite Punkt ist die emotionale Beeinträchtigung. Wir wissen zum Beispiel von unseren Leistungssportlern, dass wenn sie kurz vor dem Wettkampf sind, die Gefahr der Verletzung besonders stark ist, einfach aufgrund dessen, dass sie sich sehr unter Druck setzen, um den Wettkampf natürlich auch gewinnen zu wollen und in dem Moment durch den hohen Druck es zu einer übermäßigen Muskelanspannung kommt und somit da starke Verletzungen auftreten können. Wir wissen aber auch, dass aufgrund dieser Zielorientiertheit Leistungssportler dann oftmals ihre Symptome verleugnen bzw. tatsächlich nicht wahrnehmen können, was aber dazu führen kann, dass dann entweder die Erkrankung schlimmer wird oder tatsächlich durch diese Zielorientiertheit der Wettkampf schon durchgeführt werden kann und die Erkrankung unmittelbar danach auftritt. Sie haben das vielleicht an sich selbst auch schon erlebt, wenn Sie gesehen haben, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie sich vielleicht noch an Ihre Schulzeit erinnern, immer dann mit einer Infektneigung reagierten oder mit einem Infekt, wenn sie in die Ferien kamen. So, und das, was also bedeutet, sie haben die ganze Zeit durchgehalten und in dem Moment, wo es dann zur Entspannung kommt, kommt es auch zur Entwicklung der Symptome, weil, also als ob der Körper gerade in dem Moment dann praktisch die Zeit hätte, sich dieser Krankheit zu widmen. Und wir wissen aus psychoimmunologischen Gründen, dass in dem Moment, wo also der Druck nachlässt, dann tatsächlich auch die Immunabwehr nachlässt und es eben dann zur Entwicklung von Erkrankungen führen kann.
So, jetzt kommen wir, jetzt haben wir den ersten Abschnitt unserer Vorlesung schon geschafft. Ich bitte Sie jetzt mal, die Frage zu beantworten: Wie hoch ist die Spontanremissionsquote bei Patienten mit vorwiegend organisch bedingten Erkrankungen? Ist es A 10-20%, B 25%, C 30-40%, D 50% und E 70-80%? Ich gebe Ihnen ein bisschen Zeit zum Nachdenken. So, ich gebe Ihnen jetzt die richtige Antwort bekannt, sodass Sie das für sich selber entscheiden können, was also, ob Sie die richtige Antwort gefunden haben. Die Antwort E wäre hier die richtige Antwort. Es sind also 70-80% von Patienten, die mit Spontanremission reagieren würden bei vorwiegend organisch bedingten Erkrankungen, die in der allgemeinen Arztsprechstunde auftreten. Dann die zweite: Zu den häufigsten Beschwerden der Allgemeinarztsprechstunde bei Erstkontakt zählen innere Unruhe und Erschöpfung. Welches der genannten Krankheitsbilder könnte diese Beschwerden am ehesten erklären? Asthma bronchiale, Mammakarzinom, Diabetes, Typ 1, Migräne, Rückenschmerzen. Ja, ich gebe Ihnen ein wenig Zeit, um nachzudenken. Die richtige Antwort wäre C, Diabetes mellitus. So, jetzt gehen wir weiter. Wir kommen jetzt zum zweiten Abschnitt unserer Vorlesung. Wenn also jetzt diese Symptome als Anzeichen einer Krankheit erkannt worden sind, macht der Patient nun die Entscheidung, ob er entweder sagt, okay, ich kriege die Symptome selber wieder weg, oder ob er sich der ärztlichen Untersuchung unterzieht. Dieses Modell, was ich Ihnen hier vorstelle, unterscheidet dann, ob eine organische Erkrankung vorliegt oder keine organische Erkrankung. So, das müsste sozusagen, wird hier angegeben als die Folge der ärztlichen Untersuchung. Wir sehen hier dieses Modell an dieser Stelle sehr kritisch, weil wir immer mehr davon wegkommen, zwischen organischen und psychischen Erkrankungen zu unterscheiden. Aus dem Grunde, dass viele organische Erkrankungen im Sinne des biopsychosozialen Modells große Einwirkungen oder Auswirkungen auf die Psyche oder von der Psyche haben, was also bedeutet, dass mentale Einflüsse sowohl Kognition, also Grundannahmen, kognitive Grundannahmen oder auch Emotionen oder auch Verhaltensweisen dazu führen können, dass Erkrankungen sich leichter oder schwerer zeigen, darauf kommen wir nachher noch zu sprechen, und umgekehrt auch psychische Erkrankungen oftmals organische Hintergründe besitzen. So, das heißt also, hier kommt es darauf an, wie der Patient jetzt seine Erkrankung auch interpretiert. Und da kommen wir zu dem Aspekt der subjektiven Laientheorie oder auch Laienetiologie. Es ist die Frage, was Laientheorien sind. Und wir sehen also hier, dass Laientheorien nicht etwa psychische Erkrankungen oder einfach nur falsche Theorien sind, sondern das sind Alltagsvorstellungen, die sich Personen über Krankheitsursachen bilden können. Wir müssen respektieren, dass unsere Patienten von dem medizinischen Bereich sehr wenig Ahnung haben, und das bedeutet also, dass sie ihre eigenen Ideen haben, dass sie oftmals auch mit aus naturwissenschaftlicher Sicht falschen Hypothesen oder Thesen konfrontiert sind. Das bedeutet also, dass wir hier ungeheuer, also genau sein müssen und gucken müssen, was denkt eigentlich der Patient, was hat er für Annahmen. Dazu will ich Ihnen einige Beispiele bringen. Sie sehen ja hier ein Beispiel, ein Patient, der unter Morbus Bechterew litt. Das ist also eine entzündlich-rheumatische Erkrankung. Und diese entzündlich-rheumatische Erkrankung betrifft die Wirbelsäule. Das heißt also, es kommt aufgrund der Entzündungsprozessen zur Versteifung der Wirbelkörper. Und man muss dann sehr eben aufpassen, dass diese Versteifung einigermaßen gerade erfolgt, weil ansonsten massive muskuläre Disbalancen sind, die Folge sind, und der Patient dann auch zusätzlich unter auszuhaltenden Kopfschmerzen leidet und damit eben halt dann auch arbeitsunfähig werden kann.
Und dieser Patient, den ich also gerade erinnere, der sagte auf unsere Frage hin, wie er denn seine Erkrankung sieht, das ist die Strafe Gottes. Ich habe immer Pech und ich bin immer in der Situation, dass ich also wenn ich hier schreie, wenn irgendwas Negatives passiert, das bedeutet also, die Krankheit ist immer auf meiner Seite, das ist die Strafe Gottes, wahrscheinlich habe ich irgendwelche Fehler gemacht. Und wir sehen dann, dass unsere Patienten mit schweren Schuldgefühlen reagieren, viele unserer Patienten, was also bedeutet, dass sie versuchen, diese Erkrankung, die ja ungewollt über sie kam, zu kontrollieren, indem sie glauben, sie hätten das in irgendeiner Art verursacht. Ich glaube, ich muss das nicht betonen, dass das kontraproduktiv ist, aber für unsere Patienten ist das erstmal ein Erkenntnisprozess, wo sie verstehen müssen, dass sie nicht mit diesem Problem alleine sind. Ein anderes Beispiel soll das mal illustrieren. Wir hatten eine junge Patientin, die mit rheumatoider Arthritis bei uns aufgenommen wurde in der Klinik. Und diese Patientin war Musikerin, Sängerin, Opernsängerin. Sie war gerade mit ihrem Studium fertig, hatte unmittelbar nach dem Studium ein Kind bekommen und hat also unmittelbar nach der Entbindung eine rheumatoide Arthritis entwickelt. Das ist also sehr häufig der Fall. Und wenn diese rheumatoide Arthritis entsteht, dann sind die Patienten also nur selten noch in der Lage, die Arbeitsfähigkeit aufrechtzuerhalten. So, das bedeutet also, dass sie das Leben, was sie bisher gelebt hat, eigentlich in diesem Moment verloren hat. Ja, so, das heißt also, sie konnte nicht mehr als Opernsängerin tätig sein, weil die Medikamente, die sie bekommen hat, sich negativ auf ihre Stimme auswirkten, sodass die Stimme eben teils zerstört wurde. Sie also den Weg verlieren musste durch diese Erkrankung. Und in dieser Situation glaubte sie, dass das eben halt sozusagen auch wieder diese Strafe Gottes sei, weil sie, wie sie uns dann später erzählte, glaubte, sie hätte durch irgendwelche Verbindungen eigentlich diese sehr gute Position damals in der Komischen Oper in Berlin erhalten und das sei nicht auf ihre Leistungsfähigkeit zurückzuführen gewesen. Wir haben dann, weil wir also dem nicht geglaubt haben, wir hatten also da auch fremdanamnestische Daten und wussten, dass sie also eine hochbegabte, hochtalentierte Sängerin war, sind dem nachgegangen und haben sie dann gebeten, mit Patienten auf der Station zu sprechen, ob die sich schuldig fühlen für ihre Erkrankung. Das haben wir gemacht, weil diese Schuldgefühle in ihr so stark waren, dass Medikamente wie Methotrexat, also was ein Basismedikament ist und was auch zum Beispiel bei Krebserkrankungen eingesetzt wird, was also ein stark wirksames, also an der Basis ansetzendes Medikament ist, keine Wirkung zeigte. Und wir vermuteten, dass dieser tiefe innere Konflikt die Wirkung der Medikamente verhinderte. In diesem Moment, als wir sie baten und sie dem auch nachging, kam es tatsächlich dann auch zu einer Veränderung der Immunreaktion. Sie berichtete uns dann, dass sie mit den 30 Patienten, die auf der Station lagen, de facto nur bei 2 Patienten nicht gehört hat, dass sie sich für ihre Erkrankung in irgendeiner Form schuldig fühlten. Das war auch für uns eine sehr interessante Erkenntnis. Und Sie werden sicherlich, wenn Sie im Sommer mit einem Patienten konfrontiert sind, um 2 Gespräche mit ihm zu führen, dann auch ähnliche Erfahrungen machen, dass viele Patienten, die unter chronischen Erkrankungen leiden, auch zugleich unter Schuldgefühlen leiden. In dem Moment, wo es uns gelingt, diese Schuldgefühle zu identifizieren und auch Möglichkeiten der Beeinflussung zu erzielen, kann das positive Auswirkungen sowohl auf medikamentöse Wirkung als auch auf
diese auch auf den Krankheitsverlauf an sich haben. Ich hoffe, so ist jetzt dieser Begriff der subjektiven Laienetiologie deutlicher geworden. Sie werden auch im Seminar in der nächsten Woche dann noch also Übungen dazu durchführen und wir werden Ihnen aus den Anamneseberichten unserer Studierenden der älteren Semester auch noch Beispiele dann bringen. Die finden Sie auch im E-Learning-Programm, sodass Sie sich noch mehr sozusagen mit diesem doch sehr schwierigen Thema, weil das ja etwas ist, was unseren Patienten überhaupt nicht bewusst ist, eben auseinandersetzen können und sich darauf auch sensibilisieren können. So, kommen wir also zur Frage, was ist eine subjektive Laientheorie? Da haben wir also A, populärwissenschaftliche Literatur, B, Alltagsvorstellungen, die sich Patienten über Krankheitsursachen bilden oder auch über den Verlauf der Erkrankung, historische Annahmen zur Ursache einer Erkrankung, eine falsche Theorie oder eine psychische Erkrankung. Ich gebe Ihnen erstmal wieder ein bisschen Zeit. Und ich denke, viele von Ihnen konnten das richtig beantworten. Das wäre also B, Alltagsvorstellungen, die sich Patienten über Krankheitsursachen bilden. So, kommen wir nun zur letzten und komplexen Stufe. Das heißt also, in dem Moment, wo der Patient sich entschieden hat, zum Arzt zu gehen und jetzt die Frage gestellt wurde, ob es eine mehr organische Erkrankung ist, ist es klar, dass jetzt die eigentliche Erkrankung oder die eigentliche Verarbeitung der Erkrankung erfolgt. Und hier unterscheiden wir zwischen drei verschiedenen Typen. Das eine sind die aktiven Verarbeiter. Ich bin also hier unten, ne? Die aktiven Verarbeiter. Dann das zweite sind die interpersonell beeinträchtigten Verarbeiter und das dritte sind die dysfunktionalen Verarbeiter. Diese drei Begriffe werden Sie im Rahmen unserer Seminare und unserer Vorlesungen noch häufig hören, sodass Sie sich die auch gut einprägen können, weil die Ihnen die Möglichkeit geben, individuell auf die Patienten einzugehen. Das heißt also, Sie können Patienten haben, die zwar dieselbe Diagnose haben, wie zum Beispiel Rückenschmerz oder entzündlich-rheumatische Erkrankung oder Krebsschmerzen, und müssen die aber trotzdem ganz unterschiedlich behandeln, da die Patienten unterschiedlich die Krankheit verarbeiten. Wie sieht das ganz konkret aus? Wir haben also hier bei den dysfunktionalen Patienten, die sehr wenig aktiv sind und die sehr viel Hilfe von anderen in Anspruch nehmen. Dagegen bei den interpersonell Beeinträchtigten haben wir Patienten, die oftmals übermäßig aktiv sind, also so aktiv, dass man als Gesunder sich schon also fragt, ob man das selber könnte. Und dann haben wir die aktiven Verarbeiter, die also eine angenehme oder eine angepasste, an die Krankheit angepasste Aktivität zeigen. Das bedeutet also, wenn ich jetzt sagen will, beim Rückenschmerz, es ist notwendig, dass Sie eine mittelgradig gute Aktivität, körperliche Aktivität zeigen, dann müsste ich praktisch den dysfunktional verarbeitenden Patienten eher aktivieren, ja, ihn sozusagen von seiner Couch befreien und den interpersonell beeinträchtigten Patienten eher dazu bringen, sich mehr zu entspannen oder sogar vielleicht eher sogar krank zu schreiben. Ja? Während ich beim aktiven Verarbeiter eher die Rolle habe, dass ich den Patienten in seiner Art der Krankheitsverarbeitung positiv verstärke. Ja. Wie gesagt, wir kommen dann nochmal ganz konkret darauf zurück. Diese Krankheitsverarbeitung ist auch sehr abhängig oder sehr, also steht stark in Beziehung zur subjektiven Laientheorie. Ja, und ich habe mal das Dokument jetzt mitgebracht, was Sie sich dann aber im Seminar nochmal genauer angucken werden. Und wo wir eben die Beispiele unserer Studierenden aus den höheren Semestern aufgelistet haben. Und so sehen Sie also hier zum Beispiel, ich gehe nochmal ganz hoch, bei einem Patienten, der aktiv verarbeitet, dass ein 87-jähriger Patient, der unter Arthrose, Hypertonie, Prostata und Kolonkarzinom, also Darmkrebs sowie Diabetes leidet, dass er über seine Krankheiten sagt, es kommt alles, wie es kommt. Ich nehme den Moment und ich versuche, dem Moment gerecht zu werden. Ja? Also das im Prinzip, was wir jetzt ja auch mit dieser doch etwas seltsamen Situation, die wir gerade in unserem Leben haben, ebenfalls machen. Ja?
dass wir gucken, wie ist der Moment, wie können wir den jetzt im Moment für uns auch nutzen und wie können wir dem gerecht werden. Ja? Oder wie man so schön sagt, das Leben ist letzten Endes sehr real. Ja? So. Oder eine andere Sache, auf die Frage, ob es irgendeinen Sinn in seiner Erkrankung sehe, antwortete der Patient, dass er nur durch seine Erkrankung wirklich verstehen konnte, worunter sein Vater leidet und was er durchmachen musste. Dieser 51-jährige Patient mit Diabetes hatte größte Schwierigkeiten mit seinem Vater und hat darunter gelitten unter dem Zerwürfnis und konnte im Prinzip plötzlich erkennen, dass er natürlich den Diabetes noch nicht gerade wollte, aber dass er ihm die Möglichkeit gegeben hat, für seinen Vater Empathie zu entwickeln und Verständnis zu entwickeln, was also zur Harmonisierung der Beziehung führte. Und dazu im Unterschied haben wir jetzt aufgelistet hier, wie eine subjektive Laientheorie aussieht bei Patienten mit dysfunktionaler oder mit interpersonell beeinträchtigter Krankheitsverarbeitung. Und da sehen Sie, dass hier eine 52-jährige Patientin, die an Morbus Crohn, also einer entzündlichen Darmerkrankung, litt und die auch wenig später nach der diagnostischen Untersuchung verstorben ist, sie sagte, ich selbst kann wenig tun, außer regelmäßig meine Medikamente einzunehmen und zu hoffen. Ja, also da ist ganz viel Resignation, da ist ganz viel Abgabe an Verantwortung. Ja? Oder wie soll man immer dabei sein, wenn man einfach nirgends die Möglichkeit hat, ungezwungen mit den Freunden ein Happen zu essen oder auf ein Feierabendbier anzustoßen, sagte ein 55-jähriger Patient mit Multipler Sklerose, der sich aufgegeben hatte. Ja? Und so sehen Sie, dass im Prinzip diese Verbindung dieser subjektiven Laientheorie mit der Verbindung der Krankheitsverarbeitung uns sehr wertvolle diagnostische Informationen gibt und da schon, bevor wir überhaupt mit irgendeiner Behandlung begonnen haben, schon in uns Entscheidungen auftreten können, wie ich diesen Patienten behandeln werde. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich und die Beispiele haben das doch relativ schwierige Problem, vor allem klinisch schwierige Probleme illustrieren können. So, wenn jetzt in der ärztlichen Untersuchung rauskommt, dass es sich nicht um eine primär organische Erkrankung handelt, dann kann das zum einen eine Beruhigung sein für den Patienten, zum Beispiel wenn er durch starke Stresszustände vielleicht Angst hatte, dass er irgendwie also diese Symptome, die er im Darm hat oder die im Magen sind, dass da vielleicht eine bösartige Krebserkrankung zugrunde liegt und dann wird ihm mitgeteilt, das sind eher Stresssymptome und hier müssten Sie irgendwas tun, um Ihren Stress zu reduzieren und dann werden sich auch die Symptome verändern, dann wäre das sozusagen eine Möglichkeit. Es gibt aber auch Menschen, die ihre psychischen Erkrankungen wie Angst und Depression verwechseln mit eben organischen Erkrankungen und wo wir dann, wenn wir gesehen haben, dass es sich eben hier nicht um einen Infarkt handelt, ja, ich komme da gleich nochmal zurück auf dieses Thema, sondern eher um einen Angstzustand, dass also hier doch also dann eine Überweisung zur Psychotherapie erfolgen sollte, damit der Patient eben hinsichtlich seiner Angststörung oder auch seiner Stimmungserkrankung behandelt werden kann. Ein anderer Punkt, der auch wichtig ist für das Physikum, ist der Begriff der somatoformen Störung. Der wurde ursprünglich so formuliert, dass Symptome ohne organische Grundlage auftreten. Und man hat insbesondere in der großen Gruppe der Schmerzerkrankungen durch neurowissenschaftliche Untersuchungen, also CT- und MRT-Untersuchungen insbesondere, herausgefunden, dass diese Definition eigentlich naturwissenschaftlich nicht haltbar ist, sondern dass zum Beispiel ein Mensch, der chronische Schmerzen empfindet, immer auch bestimmte Charakteristiken in zentralen Reaktionen zeigt. Da werden wir dann später eigentlich in unserer fast letzten Vorlesung nochmal zurückkommen, wo ich Ihnen dann berichten werde, welche zentralen Veränderungen eigentlich dafür verantwortlich sind, dass zum Beispiel ein Mensch mit Phantomschmerz, also Schmerz in einem Gelenk, was amputiert wurde, eben nicht einfach nur verrückt ist, sondern es tatsächlich zu ungewollten Lernprozessen im
in bestimmten Bereichen des Gehirns kommt, die dann dafür verantwortlich sind, dass der Mensch Schmerzen empfindet, obwohl eben halt dieses Gelenk gar nicht existiert. Ja? Und aus diesen sehr wertvollen Erkenntnissen ist dieser Begriff, insbesondere für die Schmerzstörung, abgelehnt worden und wird auch im neuen ICD-11, was ja das diagnostische Manual ist von Ärzten und Psychologen, nicht mehr auftauchen. So, da, jetzt haben wir uns also intensiv damit beschäftigt, was diese Stufen sind. Vielleicht noch mal zurück zu der Frage Angst und Herzinfarkt. Wir können also, und alle die von Ihnen, die vielleicht im Rettungsamt gearbeitet haben, haben das sicherlich auch kennengelernt. Wir haben also große Schwierigkeiten zu unterscheiden zwischen Angst und Tetanie, also einer bestimmten Erkrankung, die eben halt infolge von Angst auftritt und in Abgrenzung vom Infarkt. Und so sehen wir also, dass 50% der Anrufe mit Verdacht auf Infarkt dann von den Kollegen vom Rettungsdienst eher oder vielmehr dann, wenn sie dann in die ARD, in den Schockraum oder in die Notfallambulanz kommen, dann eben eher diagnostiziert werden als Tetanie, also sprich als eine Angsterkrankung, die aufgrund von übermäßig schneller Ausatmung dazu führt, dass also zu wenig Kohlendioxid im Atembereich sich befindet und damit es zu krampfartigen Zuständen, Kribbeln kommt und die Patienten also die Befürchtung haben, ohnmächtig zu werden. So, das heißt, hier haben wir eine ganz klare Überlappung von Symptomen, die entweder einer Angststörung angehören oder einer Erkrankung des kardiovaskulären Systems angehören. Ähnlich ist es auch mit der Depression. Solche Symptome wie Müdigkeit, Appetitlosigkeit oder auch die reduzierte Belastbarkeit führen eher dazu, dass wir eher nicht an Depressionen denken, sondern vielleicht als Allgemeinsymptome einer Immunschwäche, zum Beispiel im Sinne einer Krebserkrankung oder im Sinne einer entzündlich-rheumatischen Erkrankung. Und die Abklärung erst im Prinzip durch Blutwerte oder auch durch den weiteren Verlauf zeigt, dass es sich hier möglicherweise um eine Depression handelt. Nicht selten ist es aber so, dass sich diese Zustände oder diese beiden Erkrankungen natürlich auch überlappen können, wie Sie sich sicherlich vorstellen können, wenn Menschen eine Diagnose der Krebserkrankung erhalten, dass sie dann eben halt nicht selten auch mit depressiven Verstimmungen bis hin auch zur Depression führen. Und hier ist es eben besonders wichtig, diese differenzialdiagnostischen Abgrenzungen zu machen, weil wir ansonsten Gefahr laufen, unsere Patienten selber mit krank zu machen. Ja, das heißt also, wenn wir immer wieder so drauf eingehen würden, dass der Patient eben jetzt wieder den Notarzt gerufen hat und wieder führen wir ihn in die oder bringen wir ihn in die Notfallambulanz und wieder wird eine intensive Diagnostik durchgeführt, dann kommt es zu Konditionierungsprozessen, die alleine schon, wenn nur ein kleiner Stresszustand auftritt, dann eben wieder zu dieser Tetanie führen können. Nun sind natürlich unsere Notärzte angehalten dazu, wenn solche Zustände auftreten, direkt in die Notfallambulanz die Patienten zu überführen. Aber es ist auch so, dass die Kollegen, die dann in der Notfallambulanz arbeiten, dann auch schon erkennen können, wenn also ein Patient mehrfach mit dieser Symptomatik auftritt, dass sie dann eben diese Diagnostik nicht so intensiv mehr durchführen, wie sie es vielleicht am Anfang gemacht haben, um eben genau diese sogenannte Iatrogenisierung zu verhindern. Ja? Also der Begriff der Iatrogenisierung bedeutet also schädigende Einflussnahme durch den Arzt. Ja? Also dass wir sozusagen durch zu viel an Diagnostik den Patienten immer wieder in die Angst versetzen, es könnte ja doch eine sehr schwere Erkrankung auftreten.
So, dann haben wir ein weiteres und völlig, also sozusagen völlig anderes Problem. Das ist das Problem der Dissimulation, der sogenannten verzögerten Hilfesuchens, was also bedeutet, dass also der Patient, der entweder eine Karzinomerkrankung hat oder einen Infarkt hat, seine Symptome nicht wahrnehmen möchte, ne? Und sie sozusagen dissimuliert, was im Prinzip von dem, was ich so von meinen ärztlichen Kollegen weiß, eine der größten Gefahren für unseren Beruf sozusagen darstellt, weil man bei solchen Patienten natürlich nur bedingt dann die Möglichkeit hat, die richtigen Fragen zu stellen, weil man einfach zu wenig Material von den Patienten bekommt oder man eher das Gefühl hat, als wenn die Patienten einen beruhigen wollen, dass es ja doch nicht so schlimm ist. Ja? Also, und wenn so ein persönlicher Eindruck entsteht, dann ist es eher sozusagen so, dass man ganz genau nachfragen sollte, ja? Um eben nicht in die Situation zu kommen, dass man möglicherweise zu wenig gemacht hat, beziehungsweise Symptome übersehen hat. Ja? Ja, so, wir sind jetzt mit dieser Sache soweit erstmal, was die Stufen anbetrifft, die Entscheidungsstufen vom Symptom zur Krankheit, soweit fertig. Ich hatte einen unserer Patienten gebeten, heute als Gast zu uns zu kommen. Ich kann jetzt gerade nicht erkennen, ob er da ist. Ich frage jetzt einfach mal da, ob er da ist. Er ist da. Er ist da, gut. Ich, leider nur per Telefon. Ja, per Telefon. Vielen herzlichen Dank. Ich werde jetzt mal nicht den Namen nennen, nicht die Schweigepflicht zu verletzen. Ich freue mich also sehr, dass Sie da sind. Und ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen. Wollen Sie ein bisschen was von sich erzählen und vielleicht auch zu diesem unter diesem Thema, was Sie denken, wann es wichtig ist, aus Ihrer Position heraus, also aus Ihrer Krankheitsposition sozusagen heraus, einen Arzt aufzusuchen oder wie Sie die Erfahrung gemacht haben, wann es besser wäre, manche Dinge alleine für sich zu behandeln. Ja, das wäre meine Frage. Ja, nach dem Unfall blieb mir nichts anderes übrig, als einen Arzt aufzusuchen. Also, ich könnte Sie kurz erzählen, was die Ursache ist. Ja, genau. Ich hatte im Juni 2018 einen Unfall, bin also beim Kirschenpflücken vom Kirschbaum geflogen und habe mir dabei die Wirbelsäule gebrochen und bin seit der Zeit querschnittgelähmt. Und nach dem Unfall blieb mir halt nichts anderes übrig, als einen Arzt aufzusuchen. Ich glaube, so eine Krankheit kann man nicht selbst behandeln. Ja. Lag dann natürlich auch über 7 Monate im Krankenhaus, wurde dort betreut und dann wieder quasi in ein relativ normales Leben zurückgeführt. Aufgesucht habe ich danach einen Arzt, weil ich einfach brutale Nervenschmerzen bekommen habe, also relativ heftige Nervenschmerzen bekommen habe in Bereichen, in denen eigentlich die Lähmung vorgeherrscht hat, also wo ich eigentlich kein Gefühl mehr hatte, also im Bereich des Beckens. Und habe dann also versucht, die Ursache zu klären. Das waren also undifferenzierte Nervenschmerzen, die auch heute noch mich teilweise belasten. Ja. Selbstbehandlung natürlich ist gerade in so einer Situation sehr wichtig. Man bekommt natürlich dann Unterstützung von verschiedensten Ärzten, Psychologen, Schmerztherapeuten und versucht dann natürlich möglichst viel selbst zu machen und das kann man auch in der Situation dann auch ganz gut machen. Ja, vielleicht als Ansatzpunkt, also viele Menschen, die unter einer Querschnittslähmung leiden, haben Schwierigkeiten mit Blasenentzündung. Ja, das stimmt. genau das Problem hatte ich auch. Ich hatte im ersten, würde ich mal sagen, 3/4 Jahr hatte ich bestimmt 10 oder 15 Blasenentzündungen, wo man dann natürlich Hilfe braucht und einen Arzt aufsuchen muss. Das kann man natürlich auch nicht selbst behandeln. Aber ich glaube, was ich also aus unseren Gesprächen auch so mitgenommen habe, Sie haben aber die Möglichkeit, es trotzdem
jeden Morgen zu kontrollieren und zu gucken. Ja, klar. Das ist klar. Man hat Teststreifen, man kann das natürlich optisch kontrollieren. Das ist möglich, das macht man auch. Das ist automatisch so. Mhm. Ja, ja. Das ist dann ein Prozess wie Zähneputzen. Also, wenn man ja, ne, das gehört dann dazu. Ne? Und in dem Moment beginnt der Prozess, wo die Krankheit nicht mehr wirklich als Krankheit wahrgenommen wird, so erzählen viele unserer Patienten, sondern das gehört zum Leben. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Also ich die Querschnittlähmung selbst empfinde ich jetzt natürlich auch nicht mehr als Krankheit. Das ist ein Zustand, an dem man sich zwar langsam, aber stetig gewöhnt, ist aber kein, ich empfinde mich jetzt nicht als krank, in dem Sinne, dass ich jetzt, Ja. Wenn Sie diese drei Gruppen, weiß nicht, ob Sie die jetzt noch erinnern, wo würden Sie sich denn einordnen? Also wir hatten die drei Gruppen dysfunktional, interpersonell beeinträchtigt und aktiv verarbeiten. Ich glaube, das ist die dritte Gruppe. Die aktive. Ja. Wollen Sie ein bisschen was sagen, was so das ausmacht für Sie? Die aktive Verarbeitung der Situation, meinen Sie jetzt? Ja, ja. Das beginnt natürlich in der Reha-Klinik, wo man also erstmal, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann als Nicht-Querschnittgelähmter. Mhm. Man fängt im Prinzip ein völlig neues Leben an. Also es funktioniert nichts mehr so, wie man das ursprünglich so gewohnt ist. Mhm. Und das geht schrittweise, wird man trainiert, wird man angeleitet, wie man in ein normales Leben wieder zurückführt. Und dann entsteht halt so ein Trainingsprozess. Ich selbst habe viel Sport in meinem Leben getrieben, zum Teil Hochleistungssport. Und dadurch hat man natürlich eine gewisse Vorbildung, wie man bestimmte Funktionen erlernen kann und sich antrainieren kann. Und das ist halt dieser Prozess, der setzt sich immer noch fort, ne, im normalen Leben. Also ich bin jeden Tag, habe ich bestimmt so nicht eine Stunde damit beschäftigt, bestimmte Sachen wieder neu zu trainieren oder mir anzutrainieren. Und das ist halt, ja, das beinhaltet so einen Tagesablauf und dadurch ist das Leben bestimmt durch so einen Trainingsprozess, würde ich es mal bezeichnen. Ja. Mhm. Mhm. Und in dem Moment. Das geht. Ja. Ja. Ich wollte Sie nicht. Ja, und das ist also auch dann so ein, das sind nicht nur physische, sondern auch mentale Trainingseinheiten, die man quasi da absolviert. Ja. Also autogenes Training, gerade wenn man so diese Schmerzbeherrschung, viel autogenes Training, viel Entspannungsübungen, die dann mit dazugehören. Ja, ja. Und die dann auch wieder bestimmte Symptome mit beeinflussen können. Und da schließt sich dann der Kreis zur aktiven Verarbeitung. Ja. Ja, wo ja, vielleicht genau. Derjenige, der Dysfunktion genau. verarbeiten würde, wieder beim Arzt wäre und um Hilfe suchen würde und gar nicht irgendwie jetzt die Ressourcen sehen würde, die er selber hätte. Genauso würde ich beschreiben. Also ich würde immer erstmal versuchen, diese Dysfunktionen, die sich da einstellen, selbst zu behandeln oder daran zu arbeiten, diese wieder in Gang zu setzen, und würde dann erst Hilfe suchen, wenn das überhaupt nicht mehr alles möglich ist. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das ist für uns alle, wenn ich für uns alle sprechen darf, von ganz großer Wichtigkeit, Ihre Worte, die Sie uns mitgeteilt haben, weil gerade wenn man beginnt, mit Patienten zu arbeiten, ne, und in dem Moment, wo man mit dem Medizinstudium beginnt, ist man ja sozusagen in diesen Kreis eingetreten, dann ist es ungeheuer wichtig, gerade wenn es sich um die Behandlung von Menschen mit chronischen Erkrankungen geht, dass man weiß, was eigentlich machbar ist. Ja, was sozusagen das Gesunde ist, das gesunde Verhalten ist bei chronischer Erkrankung.
Und das ist wie so ein, wie so eine neue Messlatte, die man dann lernt, ja, auch als Nicht-Betroffener. Ja? Denn wir können ja nur in dem Moment das von ihnen erlernen. Wir können es ja nicht selber erlernen. Und ja. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt, diese eigene neue Messlatte. Wenn man das Wohlbefinden stellt sich auf einem anderen Level ein. Ja, das ist also das, was Sie eben als Messlatte sagen. Das ist einfach, man fühlt sich, also ich fühle mich oft sehr, sehr wohl. Ja. Wenn man das von außen betrachtet, denkt man, wie kann der sich wohlfühlen? Ja, querschnittgelähmt. Ja, und, aber die Messlatte liegt halt an einer ganz anderen Stelle dann wieder. Ne? Ja, also vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Dann halt mich wieder stumm. Ja, danke schön. Ja, dann setzen wir weiter fort. Kommen wir nun zu den Motiven der ärztlichen Inanspruchnahme, also warum ein Patient entscheidet, den Arzt aufzusuchen. Und Sie sehen also hier, das ist aufgelistet, was alleine sozusagen die inneren Komponenten des Patienten anbetrifft, dann was das Externe anbetrifft und auch überhaupt den Arzt. Und wir sehen also, ein Patient, der subjektiv seine Gesundheit einschätzt, könnte sozusagen entscheiden, ob er den Arzt in Anspruch nehmen muss. Dann auch, wie ernsthaft er seine Symptome einschätzt, wie wir vorhin schon sagten, welche emotionalen Einflussfaktoren eine Rolle spielt, also inwiefern man darunter leidet, ja, beziehungsweise welche Ziele oder nächsten Absichten man hat, ja, ob das sozusagen gerade passt mit der Erkrankung oder nicht. Ne? Also das spielt alles mit einer Rolle, auch in Hinsicht auf Dissimulation. Dann generell Einstellungen gegenüber Ärzten. Ja, wir sehen also, und das haben Sie ja vielleicht auch schon ein bisschen gesehen oder werden das sehen in Ihrem Selbststudium zu den Rollen des Arztes, dass also unsere männlichen Patienten häufig größere Probleme haben, sich Ärzten anzuvertrauen, als die weiblichen Patienten. Das hat was mit einem Rollenverständnis zu tun, dass also bei aller Emanzipation das trotzdem immer noch so ist, dass also die Jungs oftmals zu stärker erzogen werden, ja, und die Mädchen eben eher zu einer gewissen Sanftmütigkeit gegebenenfalls. Das heißt also, jedes Geschlecht kämpft da so ein bisschen noch um seine Rolle. Und wenn jetzt so dieser Stärke-Aspekt so besonders betont wurde in der Erziehung, dann empfindet man die Krankheit als Schwäche, ja, was einem dann eben hindert, so zu so einem aktiven Verarbeiter zu werden, wie wir es eben schon hören durften. Das heißt, wir müssen also hier dann das auch respektieren und eher gucken, dass man, wenn ein männlicher Patient zu uns kommt, ihn eben gerade in seiner Art, wie er lebt und wie er ist, soweit es uns möglich ist, verstärkt und wertschätzt, damit er eben nicht das Gefühl der Schwäche erlebt. Es spielt auch der Bildungsstand eine Rolle. Wir sehen also, dass weibliche Patienten mit hohem Bildungsstand viel eher den Arzt aufsuchen als mit niedrigerem Bildungsstand. Und es spielen Vorerfahrungen mit Krankheiten und Medizin eine Rolle. Das heißt also, wenn zum Beispiel jemand positive Erfahrungen hat mit der ärztlichen Behandlung, dann wird er eher sich wieder unter ärztliche Behandlung begeben, als wenn jemand sich vielleicht abgelehnt gefühlt hat oder sogar eine Fehldiagnose erhalten hat, ja, was ja von Zeit zu Zeit auch mal vorkommen kann. Dann spielt natürlich auch die Erreichbarkeit des Arztes eine Rolle. Das ist jetzt in den unterschiedlichen Bereichen von Deutschland offenbar doch sehr verschieden. Und es spielen externe Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel Kosten. Also viele Menschen, die unter chronischen Schmerzerkrankungen leiden, die beklagen sehr, dass sie also doch sehr zuzahlen müssen zu den Medikamenten. Es spielt natürlich auch der Arbeitsmarkt eine Rolle, inwiefern man sich leisten kann, jetzt krank zu sein. So, was sind jetzt die Motive für die Inanspruchnahme nicht des ärztlichen Dienstes, sondern der alternativen Heilkunde? Und hier sehen wir, dass vor allen Dingen demografische Variablen eine Rolle spielen, also auch hier wieder das weibliche Geschlecht mit hohem Bildungsstand, dann ein sehr ausgeprägtes Gesundheitsbewusstsein. Oftmals spielt aber auch eine Rolle,
dass eine höhere körperliche und psychische Belastung vorliegt. Das heißt, wenn jemand eine chronische Erkrankung hat, können Sie sich sicherlich vorstellen und ja, dann sozusagen eine ganze Mahlzeit an Tabletten zu sich nehmen muss, er dann schon oder sie dann schon das Bedürfnis hat, das vielleicht durch naturheilkundliche Methoden zu ersetzen. Das ist alles verständlich. Es existiert auch oft die Überzeugung bei den Patienten, dass Naturheilmedizin eher die sanfte Medizin ist und dass in der alternativen Heilkunde oftmals dem Kommunikationsbedürfnis unserer Patienten mehr nachgekommen wird. Man sollte das keinesfalls ablehnen. Im Gegenteil, seit einigen Jahren, insgesamt gesehen seit 5 Jahren jetzt, ist überall in den industrialisierten Ländern die Forschung bezüglich der Effekte alternativer Heilkunde läuft auf Hochtouren. Zum Beispiel in den USA wurde vom NIH, was also das primäre Forschungsinstitut in den USA ist, sogar ein eigenes Institut ausschließlich zur Messung der Effekte alternativer Heilkunde gegründet worden. Das heißt also, da ist einiges im Prozess und wir sind hier mehr in der Situation, mit unserem Patienten direkt darüber zu sprechen und zu diskutieren, was er erwartet und was eigentlich auch möglich ist, also was realistisch ist. Ja? Also welche Belege sozusagen für die Sicherheit oder Wirksamkeit vorliegen. Ja? Oder auch welche Ergebnisse eben halt der Betroffene von der alternativen Behandlung erwartet. Ja? Beziehungsweise wo er sich Literatur besorgen kann. Ja? Und hier setzt es dann eben an, dass man eben wirklich auch über Patientenschulung spricht, damit man eben das subjektive Krankheitsmodell gegebenenfalls auch beeinflussen kann. Ja? Wir haben in der Verhaltenstherapie diesen schönen Satz, hol den Patienten dort ab, wo er steht. Das heißt, ich muss erstmal rausfinden, was der Patient für Vorstellungen über die Ursache seiner Erkrankung beziehungsweise was seine Erkrankung aufrechterhalten hat und kann dann innerhalb der Patientenschulung darauf eingehen, sodass er diese modifizieren kann. Ja, also wenn Sie dran denken, ich habe ja vorhin gesagt, dass also viele unserer Patienten unter Schuldgefühlen leiden und man dann diese Schuldgefühle auch ernst nimmt und sagt, gucken wir uns doch mal an, was im Körper passiert und dann eben erklärt, dass bestimmte Stresshormone wie das Noradrenalin dazu führt, dass bestimmte Lymphozyten, die T-Helfer und die T-Suppressorzellen, die eigentlich im gesunden Zustand in der Balance sind, durch die erhöhte Produktion des Noradrenalins in die Disbalance kommen und damit dann zu einem Schub geführt wird, wird in dem Moment für den Patienten deutlich, dass wenn er seine Krankheit beeinflussen will, er vor allen Dingen die negativen Stressoren in seinem Leben beeinflussen muss. Das heißt unter anderem auch das Schuldgefühl. Ja? So, das heißt, er nimmt es dann nicht einfach als gegeben hin, nachdem er diese Patientenschulung über diese psychoimmunologischen Fakten erhalten hat, sondern er zweifelt es erstmal an und überlegt, welchen Wert diese Schuldgefühle eigentlich für ihn haben. Und im günstigsten Falle wird er diese Schuldgefühle reduzieren. So, jetzt haben wir vorhin noch was über die Iatrogenisierung gesagt und ich habe da schon den Begriff der Überversorgung angesprochen. Darauf will ich jetzt nochmal zurückkommen. Das Pendant zur Überversorgung ist die Unterversorgung. Das haben wir bei fast allen chronischen Erkrankungen, vor allen Dingen in der Prävention und auch in der Rehabilitation. Die Konsequenzen davon können zum Beispiel, wenn jetzt die Medikamente inkonsequent angewendet werden oder fehlerhaft angewendet werden, können Exazerbationen sein, zum Beispiel beim Asthma oder bei der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. Wird die Anwendung richtig durchgeführt, kann man die vermeiden, diese Exazerbation. Also Exazerbation ist ein Begriff für Verschlimmerung, ja, der chronischen Erkrankung. Bei Diabetes zum Beispiel können lebensbedrohliche Stoffwechselentgleisungen oder vermehrte Spätkomplikationen auftreten, wenn der Blutzucker unzureichend eingestellt ist. Ja, Spätkomplikationen bei Diabetes sind Erblindung, Niereninsuffizienz und Fußamputation. Wir werden im Seminar dann noch nächste Woche da näher drauf eingehen. Oder auch bei Patienten, die unter Depressionen leiden, ist eine Suizidgefährdung, wenn wir sie rechtzeitig erkennen, vermeidbar. Ja? Derzeit wird von den allgemeinärztlichen und internistischen Niederlassungen berichtet,
dass 50% der Patienten, die unter Depressionen leiden, überhaupt nicht erkannt werden. Ja? So, das heißt also, das ist hier nicht so ganz einfach. Ne? Nur weil der Mensch mal traurig ist oder so, hat er ja nicht gleich eine Depression. Ja? Es gibt auch Menschen, die zum Beispiel primär ärgerlich sind. Das sehen wir vor allen Dingen bei unseren männlichen Patienten. Die kommen dann mit Rückenschmerzen als sozusagen Anlass, dass sie zum Arzt gehen, haben aber ein extremes Ärger erleben. Und was man dann nicht selten sofort sieht, wenn irgendwie Stress entsteht im Warteraum, weil vielleicht die Wartezeit zu lang ist. Und dieses Ärgererleben kann dann schon ein Hinweis auf eine Depression, insbesondere beim männlichen Patienten sein, während Frauen relativ schnell sich selber einschätzen und sagen, also ich komme da nicht mehr raus, ich bin nur noch traurig, ich habe das Gefühl, ich falle irgendwie in so ein tiefes Loch. Und die sagen immer, ich soll mal lachen, aber das ist so weit von mir entfernt. Ja, so, das heißt also, hier ist also eine ganz klare Schwierigkeit offenbar in der kurzen Zeit, die wir haben, für unsere Patienten, die Depression rechtzeitig zu erkennen. Das würde man also unter Unterversorgung verstehen und Überversorgung dann wieder, wenn jetzt eben, wie ich vorhin schon ausführte, ein Patient zum Wiederholten, weil ich kann mich erinnern, wir hatten in der Charité die Situation, dass also regelmäßig einmal im Monat ein männlicher Patient, 66 Jahre, ein Jahr nach Eintritt ins Rentenalter, erschien mit einer Tetanie. So, und irgendwann hat es natürlich gereicht, ne? Weil man konnte ja noch nicht permanent immer wieder diese gesamte kardiologische Diagnostik machen. Und wir haben uns dann mit ihm gesetzt, haben ihm das erklärt, was dort abläuft. Das mussten wir mehrfach machen, bis es dann de facto zum Stillstand dieser häufigen und sicherlich auch von Seiten des Patienten ungewollten Besuche kam. Was häufig auch eine Rolle spielt bei chronischen Schmerzerkrankungen, um auszuschließen, ob sich es hier um ein karzinogenes, also ein Krebsleiden handelt, wird bildgebende Diagnostik gemacht, CT, MRT, Röntgen. Und diese sind nicht nur sehr teuer, sondern die führen auch bei den Patienten zu einer starken Verunsicherung. Ne? Weil er natürlich dann denkt, na, wenn der Arzt meint, das machen zu müssen, dann ist wahrscheinlich was ganz Ernstes, liegt was ganz Ernstes vor. Und so ist es ja nicht immer so möglich, dass man die Bildgebung macht und dann sofort das Ergebnis bekommt, sondern der Patient erhält die Bildgebung und wartet dann erstmal einige Zeit, bis ihm sozusagen die Entwarnung gegeben wird. Aber in dieser Zeit kommt es schon zu so einer Verunsicherung und Verängstigung im Sinne der Iatrogenisierung, dass es auch damit zu einer Symptomexazerbation, also Verschlimmerung, kommen kann. So, das heißt, also hier muss man wirklich genau überlegen, ob es nicht auch andere Möglichkeiten gibt, die sozusagen bestimmte Krebserkrankungen ausschließen könnten, die sozusagen für den Patienten auch dann leichter verträglich sind und auch kostengünstiger sind. Die Konsequenzen von Überversorgung sind Kostenexplosion und die Aggravierung natürlich, also die Verstärkung, die Erhöhung der Symptomempfindung beim Patienten. Als drittes Problem haben wir die Fehlversorgung. Das heißt also zum Beispiel beim Rückenschmerz, der wie gesagt einer der häufigsten Erkrankungen ist, dass eben passiv behandelt wird. Das heißt also, dass Massage oder Bettruhe oder Injektionsbehandlung erfolgen. Wir werden uns in der übernächsten Vorlesung, wenn wir uns mit Operanderkonditionierung beschäftigen, auch darüber verständigen, was das in dem Patienten auslöst, wenn er die Erfahrung macht, dass nur und dann auch nur für den Moment andere ihm helfen können, die ihn massieren oder die eine Injektion setzen, statt eben halt, dass er lernt, dass er tatsächlich auch selber was tun kann, so wie wir ja eben das auch von berufener Seite sozusagen gehört haben. Die Konsequenzen dieser Fehlversorgung sind eigentlich ganz einfach, nämlich die Schmerzsymptomatik bleibt aufrechterhalten und wird sogar stärker. Das heißt, wir können hier tatsächlich, obwohl wir dem Patienten was Gutes wollten, nur das kritisch als Iatrogenisierung bewerten. So, und wir haben natürlich auch innerhalb unserer Behandlung mit der Diskrepanz zwischen Bedarf und Nachfrage zu tun. Das heißt also, wie wir beim chronischen Rückenschmerz sehen, haben wir eben die Überversorgung und bei indolenten Patienten eher die Unterversorgung. So, jetzt habe ich Ihnen noch einige
Beispiele, einige Begriffe mitgebracht, die Sie, die ich bitte, sich einzuprägen, weil die auch oft Gegenstand des Physikums sind. Da sprechen wir also hier von Medikalisierung. Das heißt also, die Phänomene des normalen Lebens werden in den Zuständigkeitsbereich der Medizin gezogen. Das dockt jetzt an das Thema an, was wir vorhin schon hatten. Ne? Wenn also zum Beispiel ältere Patienten, die sehr einsam sind und wo der Arztbesuch der einzige soziale Kontakt darstellt, dann eben mit bestimmten Symptomen zum Arzt kommt, wo wir wissen, okay, das gehört dann in den Bereich der 70-80% Spontanremission eigentlich. Wir aber sehen, dass ja Gesundheit nicht nur psychisches und körperliches, sondern eben auch soziales Wohlbefinden ist. Was also bedeutet, Vereinsamung ist eigentlich etwas, was von anderer Seite gelöst werden müsste und nicht von unserer Seite, aber derzeit in der Gesellschaft noch nicht gelöst wird. Ja? So, das heißt also, hier ist eine Frage, wie gehe ich jetzt auf die Symptome ein, die mir der Patient schildert, oder kann ich eine andere Möglichkeit finden, eben dieses soziale Wohlbefinden zu erreichen. Ja? Die Iatrogenisierung haben wir uns schon angeguckt, ne? Das ist die schädigende Einflussnahme durch den Arzt. Und dann unterscheiden wir zwischen zwei Fehlern, dem Fehler erster und zweiter Art. Der Fehler der ersten Art ist eben die Überinterpretation, was also ganz leicht möglich ist, weil wenn man erstmal, da reicht eigentlich ein oder zwei Patienten, muss ich aus persönlicher Sicht sagen, die also einen krassen Verlauf plötzlich hatten, der völlig unerwartet war, dass man so eine innere Angst entwickelt, man könnte irgendwas übersehen und dann unterliegt man der Gefahr, Symptome zu überinterpretieren und kommt dann eben halt in die Situation der, der übermäßigen Diagnostik oder auch der Fehler der zweiten Art, sozusagen der Fehleinschätzung. So, jetzt sind wir eigentlich schon durch mit unseren Entscheidungsstufen. Sie haben also jetzt ganz viele Begriffe auch kennengelernt und Zusammenhänge. Sie haben auch die guten Worte unseres Patienten, der sich freundlicherweise heute zu uns gesellt hat, gehört und haben und sehen jetzt also, dass diese Entscheidungsstufen vom Symptom zur Krankheit dann eben letzten Endes auch darin enden, dass man entscheidet, werde ich den Patienten jetzt in Richtung Psychotherapie überweisen oder werde ich den Patienten in Richtung Gesundheitsberatung, ärztliche Beratung überweisen oder beziehungsweise diese selber durchführen. So kommen wir jetzt zu unseren Fragen. Was ist die Iatrogenisierung? A, die schädigende Einflussnahme durch den Arzt. B, die Overutilization. C, eine Projektion. Das ist ein Abwehrmechanismus, mit dem werden wir uns auch in einer der Vorlesungen beschäftigen. Dann die Underutilization, die schädigende Einflussnahme durch Partner, Arbeit und Behandler. Ich lasse Ihnen jetzt für einen Moment Zeit, sodass Sie nochmal überlegen können, was Iatrogenisierung sind und dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. So, also alle die, die jetzt A ankreuzen würden, also die schädigende Einflussnahme durch den Arzt, haben es richtig beantwortet. Das bitte ich Sie, sich wirklich einzubringen, weil das in fast jedem Physikum eine Rolle spielt. So, kommen wir nun zum nächsten Abschnitt unserer Vorlesung, den ich mit einer offenen Frage beginnen will. Diese offene Frage oder die Methode der offenen Frage wird derzeit im IMPP diskutiert, was also bedeutet, es könnte sein, dass im IMPP auch offene Fragen auftreten werden. Es ist aber noch nicht grundsätzlich oder gänzlich entschieden. Einfach um Sie gut darauf zu trainieren und vorzubereiten, habe ich das jetzt auch erstmalig mit reingenommen. Nehmen wir mal eine Frage. Was sind im Rahmen des Health Beliefs Modells Maßnahmen zur Stützung von Mitarbeitern des Pflegepersonals? Ja? So, jetzt würde man denken, was haben denn jetzt bitte die Schwestern oder Pfleger mit dem heutigen Thema zu tun? Ja? Und wir erweitern jetzt sozusagen unsere Sicht, dass das biopsychosoziale Modell sich nicht nur auf den Patienten bezieht, sondern auf uns selbst und auf unsere Kollegen aus dem Pflegebereich. Ja? Und natürlich auch auf die Kollegen des physiotherapeutischen oder psychotherapeutischen Bereiches. Was ist das Health Beliefs Modell? Das ist ein schon, man kann schon fast sagen, historisches Modell und es beantwortet die Frage, wovon die Bereitschaft zur Durchführung krankheitspräventiver Maßnahmen abhängt. Das heißt also, wie sehr der Patient, wir als Behandler, unsere Kollegen aus dem Pflegebereich
bereit sind, krankheitspräventiv wirksam zu werden. Ja? Wir haben hier also 6 Faktoren und in verschiedenen Physikumsfragen wird meistens immer eine dieser 6 Faktoren genannt. Ich nenne Ihnen jetzt einfach mal so ein bisschen taktisches Vorgehen, ja, für diese Fragen. Und die anderen werden etwas, sagen wir mal, falsch dargestellt. Ja? So, das heißt, es wäre günstig, wenn Sie sich das gut einprägen könnten. Gehen wir die mal durch, kontinuierlich durch. Das heißt, eine Maßnahme oder ein Faktor ist die Erkennbarkeit des Nutzens und der Effektivität eigenen präventiven Verhaltens. Ja? Also zum Beispiel die Erfahrung, was wir ja eben auch von unserem Gast heute gehört haben, wenn ich körperlich aktiv bin, ja, fühle ich mich wohler. Oder hier bei dem Beispiel verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass ich herzkrank werde. Ja? So, das heißt also, wenn ich selber einen Nutzen daraus sehe, dann wäre ich auch bereit, eben halt diese Prävention zu machen. Ja? Aber wir wissen alle, oder nicht alle, aber viele vielleicht von uns, dass so der Frühsport oder auch ins Fitness zu gehen oder so vielleicht nicht jedermanns Sache ist, also dass da doch der eine oder andere innere Schweinehund überwunden werden muss. So, das heißt also, es muss noch mehr Faktoren geben, als ausschließlich sozusagen die Einsicht in die Effektivität oder in den Nutzen, ja, dieses präventiven Verhaltens. Das Modell sagt, ein anderer Faktor wäre auch die Bewertung der Gefährlichkeit der Erkrankung. Das heißt also, wenn zum Beispiel man gesund ist und man hat vielleicht in der Familie jemanden erlebt, der vielleicht einen Infarkt bekommen hat. Ja? Und man sieht, dieser Mensch, der einen Infarkt bekommen hat, der hat sich also immer sehr, sehr gestresst, ja? Als einer der Hauptrisikofaktoren für Infarkt. Ja? Oder hat vielleicht dann dazu auch noch ein leichtes oder Übergewicht. Ja? Oder hat vielleicht wenig sich körperlich bewegt. Ja? Und man sieht dann, was alles dazu gekommen ist oder was die Folge nach dem Infarkt war. Ja? Und auch, man hat vielleicht auch erlebt, wie man selber darauf reagiert hat, wenn es dem Vater passiert ist. Ja? Und das alleine kann schon bedeuten, dass in einem das Bewusstsein aufwacht oder bewusst sozusagen entsteht, dass ich das unbedingt für mich verhindern will und dann in der Lage bin, sozusagen doch mich eher sozusagen meinen inneren Schweinehund zu überwinden. Ja? Dann die subjektive Einschätzung der eigenen Krankheitsanfälligkeit, die natürlich ganz eng damit zusammenhängt, ne, mit der Gefährlichkeit der Erkrankung, weil ja viele chronische Erkrankungen auch zumindest zum kleinen Teil, aber doch vorhanden, einen genetischen Anteil haben. Die Wahrnehmung eigener Einschränkungen und Barrieren, die durch das präventive Verhalten bedingt sind, ja, also so dass praktisch eine Bilanzierung entsteht des Nutzens gegenüber den möglichen Kosten. Ja. Lerne ich lieber fürs Physikum oder nutze ich diese eine Stunde? Ja. Wir kommen da nochmal drauf zurück, auf diese Motivation, wenn wir über das Lernen sprechen, ja, welchen Wert Pausen haben, ja, für unser Gehirn. Na, das gucken wir uns unter neuropsychologischen Aspekt dann an. Aber zuerst sieht man natürlich erstmal nur, oh, dann wird mir schon wieder mindestens eine Stunde fehlen. Ja? Also was ist diese Bilanz von Kosten und Nutzen? Dann auch der Glaube an die Effektivität und den Nutzen einer bestimmten Handlung. Das kann bei unseren Patienten die medizinische Hilfe sein. Ja? Bei Leuten, die gesund sind, vielleicht die Verhinderung des Auftretens von Risikofaktoren. Und dann auch der objektive Schweregrad der Erkrankung. Ja? Und wobei aber das interessant ist, und das bitte ich Sie, sich einzuprägen, ja, weil das wirklich überraschend ist, also nicht nur fürs Physikum, sondern generell meine ich einzuprägen, dass dieser Faktor den geringsten Einfluss hat auf die Inanspruchnahme medizinischer Maßnahmen. Ja? Also der eigentlich objektive Schweregrad der Erkrankung hat den geringsten Einfluss. Ja? Das würde man ja, wenn man jetzt Medizin studiert, nicht unbedingt erwarten, sondern es scheint tatsächlich eher so zu sein, welchen Nutzen ich davon habe. Ja, das ist offenbar das, was am meisten sozusagen für uns hinsichtlich der Motivation zählt. Das Ganze ist jetzt auch nochmal in einem Diagramm zusammengefasst. Und Sie sehen also, hier sind demografische Faktoren, psychologische Faktoren, die die Gesundheitsmotivation beeinflussen und die letzten Endes bezüglich subjektiven Nutzen, aber auch Kosten und auch erwarteter Effektivität,
ja, auf der einen Seite der eigenen Empfindsamkeit, also der für bestimmte Störungen, also die sogenannte Vulnerabilität und auch der vermutete oder der antizipierte Schweregrad, sozusagen, was dann die wahrgenommene oder die mögliche Bedrohung darstellt, das alles spielt eine Rolle, die dann zu einem bestimmten Gesundheitsverhalten führen, ja? Was dann wiederum durch Handlungsreize verstärkt werden kann. So kritisch wird dieses Health-Beliefs-Modell betrachtet, dass es historisch zwar wertvoll ist, aber dass zu viel auf das Bedrohungsempfinden abgezielt wird. Das dockt an die neurowissenschaftliche Erkenntnis, dass wir vor allen Dingen durch positive Verstärkung lernen und weniger durch Bestrafung. Ja? Da gehen wir dann in der übernächsten Vorlesung hinsichtlich der Operantenkonditionierung nochmal genauer drauf ein. So, das heißt also, um das mit den Worten von Hippokrates zu beenden, dieses Thema, bevor du jemanden heilst, frage ihn, ob er bereit ist, die Dinge aufzugeben, die ihn krank gemacht haben. Ja? Das ist etwas, was jetzt bei dem Modell fehlt, ja? Aber was für uns als Behandler von großer Wichtigkeit ist, weil wir können keinem Menschen helfen, wenn er es nicht möchte. Ja? Das sage ich sozusagen in persönlicher Sache an Sie, als unsere zukünftigen Kollegen, weil unser Beruf doch sehr durch Stress bedingt ist und wir klug mit unseren eigenen Kräften und Ressourcen umgehen müssen. Und insofern ist es wichtig, bevor du jemanden heilst, frag ihn, ob er bereit ist, diese Dinge aufzugeben. So, jetzt haben wir uns schon sehr intensiv mit allem beschäftigt. Ich bringe jetzt mal die Antwort auf die offene Frage, weil uns sonst die Zeit auch fehlen würde. Was sind also im Rahmen des Health-Beliefs-Modells die Maßnahmen zur Stützung von Pflegepersonal? Alles, was Ihnen dazu einfällt, auch aus Ihren eigenen Erfahrungen, aus dem Pflegepraktikum oder wenn Sie schon vorher gearbeitet haben, werden Sie das bestimmt unterstützen. Da ist zum Beispiel die Förderung sozialer Vernetzung, Kommunikation, Austausch, zumindest dann, wenn solche verrückten Zeiten wie jetzt dann wieder vorbei sind, dann die Förderung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, sodass die Ressource der sozialen Unterstützung nutzbarer wird, und die Förderung einer gesunden Führungskultur, was bedeutet, also Gesundheit der Mitarbeiter hat primäre Bedeutung. Unsere letzte Frage, welche der nachfolgend genannten Leistungsarten verursacht im Gesundheitssystem im Vergleich aktuell die größten Gesundheitsausgaben im deutschen Gesundheitssystem? Da haben wir also hier, jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht, das soll eigentlich unser nächster Abschnitt sein. Ich würde aber vorschlagen, angesichts unserer Zeit, dass Sie sich das dann nochmal anschauen. Das sind nur noch wenige Folien. Das ist das, was ich am Anfang auch gesagt hatte, dass wir also bezüglich des Qualitätsmanagements Sie bitten, sich das selbst anzusehen. Und dazu gehört eben diese Frage. Sie können dann auch im Seminar dann die Antwort diskutieren, sodass Sie also dann auch wissen, welche Antwort sozusagen die richtige Frage ist. Wir wären dann erstmal mit unserer Vorlesung soweit am Ende. Und schließe jetzt erstmal diese Präsentation. Die wird also im E-Learning-Programm hochgeladen. So, ich werde diese Vorlesung aufzeichnen und werde sie ins E-Learning-Programm stellen, sodass Sie sich die angucken können. Und Sie haben, wie gesagt, in dem Seminar dann die Möglichkeit, auch Fragen dazu zu stellen. Sie haben auch die Möglichkeit, im Seminar Fragen zu dem Quiz, was im Selbststudium ist, zu stellen. Sie werden im Seminar auch über die Leistungskriterien des Faches Medizinpsychologie sprechen und darüber aufgeklärt werden. Ich hatte Ihnen auch das Dokument für die eigentlich ja für Mittwoch dieser Woche vorgesehene Einführungsveranstaltung hochgeladen. Da steht das auch nochmal drin. Ich hoffe, dass uns dieses Medium hilft, dass wir Sie gut auf die Prüfung vorbereiten können oder, was für meine Begriffe viel wichtiger ist, auf Ihren Start in Ihr Berufsleben. Und ich danke Ihnen für all Ihre Unterstützung, die Sie bisher uns schon gegeben haben und wünsche Ihnen ein gutes Semester.
in dem Sinne verabschiede ich mich. Dankeschön für ein Klatschen. Und ja, bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen. Ja, tschau.